Der Appetit steht heute nicht aus, wie das juckt und beißt. Ich kann nicht schlafen, aber ich suche mir. Ich muss ein Licht machen und auf die Mauer schauen. Was hat denn nur die Strafhütten? Otto Mai, das ist ja ganze Völkerwanderung. Das ist ein Hotelzimmer. Das ist ein Heimluftkurort für Wanzen. Du Schlimmer, du. Du hast mich ins Hotel gebracht und den Hochzeitsgästen hast du eingeredet. Unser Zug geht schon. Aber meine heißgeliebte Ria, ich werde dich doch nicht in der Nacht reisen lassen. Das machen übrigens alle Brautpaare so. Erst beginnen sie die Ehe mit Bussi geben, Bussi geben. Die Wanzen, die Schluder habe ich jetzt gefangen. Die Hochzeitsreise machen sie nach dem Bussi geben, Bussi geben. Nun, Butzile, entkleide dich. Die Wanzen muss ich erschlagen mit meinen Schlapfen. Hopscha. Kleine Kinder müssen schlafen gehen. Bussi geben, Bussi geben. Aber du süßer Goldene, du, ich kann mich doch nicht ausziehen vor dir. Aber das Mädeli kann doch nicht angekleidet ins Bett steigen. Bussi geben, Bussi geben. Du meine Wanzen oder die Nachbarschaft. Nein, 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 das wird heute Nacht werden. Ach, geh du die Hause um wie ein Schlauch. Hast du gehört? Mir scheint, da spricht wer. Ach, das ist im Zimmer nebenan, Schatzile. Bussi geben, Bussi geben. War denn ihr bald aufhören, nehmen auch Geschichte ein Unglück? Ja, ja, Mama hat einmal gesagt, ins Hotel soll man nicht gehen. Die Wände sind so dünn im Hotel, dass man alles von einem Zimmer ins andere hört. Was kümmert das uns, mein Puppile? Wir müssen ja nichts reden dabei. Nur Bussi geben, Bussi geben. So, mein Goldener, aber jetzt drehst dich um, ja? Und lösch das Licht aus. Nein. Nein, nein, was machst du denn da? Bussi geben, Schatzi, Bussi. War nicht bei dem Gespül da nebenan die ganze noch kiebitzen muss, das hält ja nicht aus. Sakra, sakra, und dabei rutscht mir mein Bettdeck mal auf einen Tee, Seife, Seife. Du Schlimmer, geh weg, du. Du Goldene, ich will dich vergolden, du Goldiger. Du. Der greift nicht aber von hier daneben, der haut einfach, der Sorgerische. Gut, gut. Dabei auf der Wand, die Wanzen auf dem Ersch und nehmen auch die Liebesrematur. Ah, gut, gut. Und ich liege da mit meinem Talent und kann ihm nicht verwerten. Mir wird schon ganz quasi gewiesen, riesig, biesig. Ach, gut, gut. Und von Schlaf bis Karri, nicht. Ach, der gute Lanz, der sternkette Hund, der Fluchter. Hast vor halbe Stunde Stiebel ausgezogen und auf Tiere gehaut. Jetzt warte ich schon wieder halbe Stunde. Wann wirst du, Hundverfluchter, endlich Stiebel ausziehen und an Tiere schlagen? Der kann antworten. Mein zweites Stiebel habe ich ganz stark und das Bild gestellt. Mein einziges, du, mein goldiges, du bist ja so süß. So, so goldig bist du, ich möchte alles an dir vergolden. Alles ein ganz, du möchtest dich vergolden. Du, du, goldener. Jetzt ist mir aber alles aus. Das ist heute nicht aus. Wenigstens eine Stunde muss der Mensch schlafen können. Wer ist da? Der Vergolder ist da. Lass schon Ruhe geben, du, ja? Ich bin schon ganz ruhig.